Zeuge Leopold Heger, Kraftfahrer, 65 Jahre alt, 88. Verhandlungstag, 11.09.1964. Nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Bitte. Ja. Herr Heger, Sie haben 8 Jahre lang die Volksschule besucht, haben dann das Schlosserhandwerk gelernt. Jawohl. Haben Ihre Gesellenprüfung abgelegt und wurden, da Sie in Mährisch-Reichenau geboren waren, zur österreichischen Armee 1917 eingezogen. Jawohl. Das stimmt. Sie sind dann vor Kriegsende in italienische Gefangenschaft geraten, wurden 1919 wieder entlassen, haben dann als Arbeiter und Betriebsschlosser in einem Sägewerk gearbeitet. Schließlich waren Sie Kraftfahrer und haben dann eine Eichner Omnibuslinie übernommen, die Sie bis zum Kriegsausbruch auch gefahren sind. Jawohl. Sie sind inzwischen verheiratet, wie Sie uns bereits gesagt haben. Und nach dem Anschluss des Sudetenlands sind Sie im November 1938 in die NSDAP eingetreten. Jawohl. Und da Sie beim Deutschen Turnerbund waren, auch in die allgemeine SS übernommen worden. Jawohl. Ja, nach dem Kriegsausbruch sind Sie eingezogen worden. Wann? Am 4. November 1939. Und kamen wohin? Nach Buchenwald. Was für einen Dienstgrad hatten Sie damals? SS-Mann. SS-Mann, jawohl. Sturmmann. Jawohl. Und was mussten Sie in Buchenwald tun? Ich habe eine kleine Ausbildung gemacht, habe mich dabei sofort zum technischen Dienst gemeldet. Das bedeutet technischer Dienst, Fahrbereitschaft? Auto, zum Autofahren. Zum Autofahren. Jawohl. Und Sie wurden dann wohin versetzt? Nach Berlin. Nach Oranienburg, ja? Jawohl. Und wann kamen Sie nach Auschwitz? Es dürfte Mai oder Juni 40 gewesen sein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ja. Was haben Sie dort getan? Wagen gefahren. Ja. Was hatten Sie mittlerweile für einen Dienstgrad? Noch keinen, nur SS-Mann. Waren Sie nicht Rottenführer? Rottenführer bin ich ja später geworden. Ich glaube, Sie haben mal bei Ihrer Vernehmung gesagt, als ich dort eintraf, war ich noch Rottenführer. Woraus hervorgeht, dass Sie A, vorher schon Rottenführer waren und B, nicht erst in Auschwitz Rottenführer wurden. Ja, das kann sein. Kann sein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ja. Das sind 20 Jahre her. Ich kann mich an die kleinen. Und wie lange blieben Sie dort in Auschwitz? In Auschwitz blieb ich, bis das Lager evakuiert wurde. Im Januar 1945, stimmt jawohl. Das? Und was hatten Sie damals für einen Dienstgrad? Oberscharführer. Oberscharführer. Und stellvertretender Fahrdienstleiter. Ja. Und was hatten Sie für eine Dienststellung? Im Kraftfahrdienst. Im Kraftfahrdienst. Ja, ja. Stellvertreter, der Fahrdienstleiter. Der Fahrdienstleiter Sie waren war... Fahrdienstleiter. Ja. Stellvertreter. Wer der war Fahrdienstleiter denn? Fahrdienstleiter war Konrad Wiegand. Wiegand. Jawohl. Und Sie waren sein Stellvertreter. Jawohl. Nun, zunächst sind Sie ja wohl selbst mit dem Wagen gefahren. Jawohl. Und zwar, wen haben oder was haben Sie gefahren? Ich habe Verpflegung gefahren. Verpflegung haben Aber Sie bald gefahren. Darauf hat mich der Kommandant Hess übernommen und ich wurde Fahrer von Kommandanten Hess. Kommandanten Hess. Ja, und haben Sie dann auch, nachdem Hess weggegangen war, die Nachfolger gefahren? Nein. Nein. Ja, hier und da doch, ja. Ja. Hier und da doch, aber seltener. Und was haben Sie in der Hauptsache getan? Ja, da war die Werkstatt und Fahrdienstleiter. Wenn Wiegand nicht da war, also wenn der Fahrdienstleiter Wiegand nicht da war, hatte ich die Stellvertretung. Also habe ich das... Ja. Nun, was war denn Ihre Aufgabe als Fahrdienstleiter? In den Werkstätten nachzusehen und die Wagen einzuteilen, wo ich die Fahrpläne, die Papiere von der Kommandantur bekommen habe. Ja. Hatten Sie auch Fahrbefehle für diese Wagen? Ja, die Fahrbefehle kamen von der Kommandantur und ich habe die Wagen eingeteilt. Ja. Und wer hat denn die Fahrbefehle unterschrieben bei der Kommandantur? Ja, entweder der Kommandant selbst oder zum Meister Adjutant. Oder? Zum Meister Adjutant. Entweder der Adjutant? Der Adjutant. Ja, und wer war das damals, Adjutant? Ja. Tch.
Da war ein Frommhagen war einmal stellvertretender Fahrdienst, also Adjutant, dann der Herr. Ich kann mich auf die Namen nicht mehr erinnern. Können Sie sich an einen Adjutanten Mulka erinnern? Jawohl. Ja? Jawohl. Habe ich Sie eben recht verstanden, wenn Sie sagten, Frommhagen war einmal stellvertretender Fahrdienstleiter? Nein. Stellvertretender Kommandant. Stellvertretender Kommandant, so. Und Sie können sich an den Namen Mulka erinnern. Hat er auch Fahrbefehle unterschrieben? Ja, sicher musste er unterschreiben. Wenn der Kommandant nicht da war, war er an seiner Stelle. Musste er an seiner Stelle unterschreiben. Mhm. War das Ihr Disziplinarvorgesetzter? Jawohl. Ja? Jawohl. Zum Beispiel musste er auch für die Fahrbereitschaft den Urlaub bewilligen? Jawohl. Ja? Und ist auch mal jemand bestraft worden in der Fahrbereitschaft? Oder ich frage Sie so, wer hätte das machen müssen? Hätte das auch der Herr Mulka machen müssen? Jawohl. Ja. Also, ja. Jedenfalls war es so, dass Sie die stellvertretende Fahrdienstleitung hatten und sagten, Ihr Vorgesetzter war in diesem Fall der Kommandant oder sein... Überhaupt die Kommandantur, jawohl. Die Kommandantur, und zwar entweder der Kommandant oder der Adjutant. Jawohl. Und der Adjutant hat auch wiederholt Fahrbefehle unterschrieben, das haben Sie selbst gesehen. Jawohl. Haben Sie auch den Namen Mulka unter diesen Fahrbefehlen gesehen? Jawohl. Auch gesehen. Nun, sagen Sie, wozu wurden denn die Waren gebraucht, die da in Auschwitz fuhren? Ja, oben in der Fahrbereitschaft standen die Personenwagen und die Mannschafts-Sanitätswagen. Ja. Unten in der Wragehalle stand das Sonderkommando, die Wagen für das Sonderkommando und die landwirtschaftlichen Maschinen. Ja. Und was geschah nun mit den Wagen? Wozu, welchen Fahrten wurden die eingesetzt? Zum Beispiel Verpflegungsfahrten? Ja. Weiter? Alle Fahrbefehle, die von A oben kamen, mussten die Wagen einteilen und die wurden durchgeführt. Was mussten Sie Wagen einteilen und? Ja, also die Fahrten, ich musste die Wagen einteilen für die Fahrbefehle, die von oben, von der Kommandantur, also kamen. Die da kamen. Also Lebensmittel und... Waren da auch Fahrten dabei, die zum Transport von Häftlingen in die Gaskammern führten? Dafür gab es keine Befehle. Dafür gab es keine Fahrbefehle. Keine schriftlichen Fahrbefehle. Ja. Gab es mündliche Befehle? Jawohl. Und wer hat die erteilt? Die Kommandantur. Wer bei der Kommandantur? No, entweder Hess selbst oder dessen Stellvertreter. Es waren doch während der Zeit, wo ich das war, ich glaube, 2 oder 3 Adjutanten. Ja. Also entweder der Kommandant selbst oder dessen Stellvertreter, also der Adjutant. Der Adjutant. Also Sie hatten oder haben heute noch die Auffassung, dass der Stellvertreter des Kommandanten der Adjutant war. Jawohl. Ja. Und Sie haben jedenfalls von den Adjutanten wiederholt mündliche und schriftliche Fahraufträge bekommen. Jawohl. Haben Sie auch mündliche Fahraufträge von dem Adjutanten Mulka bekommen? Nein. Warum von ihm nicht? Ja, jedes Fahrzeug, das herausgehen musste, musste einen Fahrbefehl haben. Damals war das mit Benzinverbrauch und so weiter so streng, dass man kein Fahrzeug wegfahren lassen durfte, ohne dass ein Fahrbefehl da war. Ja, und da haben Sie uns also gesagt, dass Sie schriftliche Fahrbefehle auch von dem Angeklagten Mulka bekommen hätten. Jawohl. Ja. Und nun frage ich Sie, ob er Ihnen auch mündliche Fahrbefehle gegeben hätte, also zum Beispiel für solche Fahrten, die innerhalb der großen Postenkette ausgeführt wurden. Eigentlich nicht. Nein? Und warum? Weil ich hier keine Wagen hatte. Der Sanitätswagen, der für Mannschaften war, der fuhr, wenn der wegfuhr, musste der Fahrbefehl haben. Alle Fahrzeuge, die das AGE verlassen haben, mussten schriftliche Fahrbefehle haben. Ja, das haben Sie uns jetzt gesagt. Ja. Nun wollen wir doch mal an die Fahrten denken, die in die Gaskammern gefahren wurden. Jawohl. Wer hat denn das angeordnet? Haben Sie mir vorhin gesagt, die Kommandantur? Jawohl. Ja, und zwar entweder der Kommandant selbst oder die Adjutanten. Jawohl. Und da frage ich Sie, ob unter diesen Adjutanten auch der Adjutant Mulka gewesen ist, der solche Befehle gegeben hat. Musste doch wohl. Musste doch wohl. Das geht gar nicht anders. Weil ohne mündliche oder schriftliche Befehl dürfte kein Fahrzeug die Hallen verlassen. Dürfte kein Fahrzeug die Hallen verlassen.
Wissen Sie, von wann ab diese Transporte gefahren worden sind von ankommenden Menschen, die ins Gas gefahren wurden? Das kann ich nicht genau sagen. Das wissen Sie nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht mehr genau, von wann bis wann Mulger dort war. Diese Zahlen merkt man sich, das ist schließlich 20 Jahre her. Das ja. Nun, Sie haben aber gesagt, dass ein Teil der LKW-Staffel insbesondere dazu eingesetzt war, um Häftlinge zu den Gaskammern in Birkenau zu fahren. Jawohl. Das stimmt. Nun, waren Sie selbst auch einmal eingesetzt zu solchen LKW-Fahrten? Nein. Oder waren Sie selbst einmal draußen auf der Rampe, wenn solche Transporte ankamen? Nein. Nein. Es war nur jemand, niemand durfte dieses Gelände betreten, der nicht ausdrücklich dazu zu tun hatte. Ja. Auch war Schweigepflicht, sodass SS-Leute nicht einmal den anderen SS-Mann erzählen durften, was das passiert. Ja. Das war schon strafbar. Ja. Einer hatte vor dem anderen Angst, etwas zu erzählen, ja, weil er ihm doch belangen konnte. Ja. Wenn ich zum Beispiel von einem Mann, der draußen gearbeitet hat, verlangt hätte, mir das zu erzählen, was draußen geschieht, und ich hätte das weitererzählt, dann wäre er bestraft worden. Ja. Nun sagen Sie, Sie haben aber wohl davon gehört, dass da Leute vergast worden sind und dass da auch die ankommenden Transporte selektiert worden sind. Jawohl. Das haben Sie gehört. Sie waren nur nie dabei. Nein. Nun, haben Sie selbst diese Befehle bekommen, die Waren, die LKWs an die Rampe zu schicken, oder kamen die Befehle von der Standortverwaltung an jemand anderen? Nein. Oh, wie ich schon sagte, in der Hauptfahrbereitschaft standen nur die Mannschafts-Sanitätswagen und Personenwagen. Ja. Alle übrigen Wagen, also für das Sonderkommando, die Lastwagen und die landwirtschaftlichen Maschinen, standen unten in der Pragerhalle. Richtig. Und nun, wenn solche Lastwagen gebraucht wurden, musste da nicht der Fahrdienstleiter wenigstens Bescheid wissen? Nein. Nein? Nicht einmal Wiegand, der Fahrdienstleiter, hat Kenntnis davon erhalten, wenn diese Wagen heraus mussten. Ja, aber der Fahrdienstleiter muss doch eigentlich wissen, wo seine Fahrzeuge und seine Männer hingekommen sind. Über diese Fahrzeuge hatte er nicht zu verfügen. Die hatte, sondern wer? Die Kommandantur. Kommandantur. Und wo hat denn die Kommandantur diese Waren dann angefordert? In der Prager Halle. In der Prager Halle. Und wer war denn dort nun der Befehlshaber oder der zuständige Mann? Ja, das war nicht immer dasselbe. Einmal unter Schafjelgar oder Siebald oder irgendjemand von der Belegschaft dort. Ja, die bekamen die Anforderung direkt von der Kommandantur. Jawohl, der musste dann veranlasst, dass die Wagen zur Rampe fuhren. Ja. Nun, waren da in der Prager Halle bestimmte Fahrzeuge, die immer für solche Fahrten bereitgehalten werden mussten? Jawohl, diese Fahrzeuge dürften für andere Zwecke nicht verwendet werden. Wissen Sie, wie viele das ungefähr waren? Das kann ich nicht mehr genau sagen. Das wissen Sie nicht mehr genau. Nur so ungefähr 15, no. 15, 20? Nein, nein, nein. So viel war das nicht. Aber es dürften immerhin 7, 8 Wagen gewesen sein. 7, 8 Wagen gewesen sein. Genau weiß ich es nicht. Da möchte ich mich nicht da festlegen. Sie haben einmal ausgesagt, diese Waren hätten für das Sonderkommando bereitgehalten werden müssen. Jawohl. Was verstehen Sie unter Sonderkommando? Ein Kommando, das für einen bestimmten Zweck bereitstehen musste. Ja. Und für welchen bestimmten Zweck war dieses Sonderkommando bereitgestellt? Eben für die Rampe. Für die Rampe. Und wer gehört diesem Sonderkommando an? Ja, die Namen weiß ich nicht mehr. Mhm. Das wechselte ja auch oft. Ja. Ich habe mit der Prager Halle ja eigentlich wenig Kontakt gehabt, weil ich ja viel und meistens nur den Kommandanten fuhr. Ja. Nun sagen Sie, sind Sie auch ab und zu mal mit hinausgefahren, also außerhalb des Lagers mit LKWs oder sonstigen Waren? Ich habe nur LKW zu Anfang gefahren, bevor ich zum Kommandanten fuhr. Dann fuhr ich überhaupt keinen Lastwagen mehr. Das war nur die erste Zeit. Nun sagen Sie bitte, wenn von Birkenau zum Beispiel Wagen angefordert worden sind oder angefordert werden mussten,
Wer hat denn darüber verfügt? Auch der Kommandant vom Lager Auschwitz I oder der Kommandant vom Birkenauer Lager? Ja, der Kommandant von Auschwitz selbst war ja die Hauptperson. Alle übrigen mussten den Befehlen, respektive den Befehlen, die von Berlin kamen, Gehorsam leisten. Ja, also war immer der Hess, war maßgebend im Lager und außerhalb des Lagers. Ja, die kleinen Lager unterstanden ja den Hauptlager. Nun ist der Hess ja auch mal weggekommen, nicht? Er wurde doch abgelöst. Ja, Hess kam nach Berlin. Nach Berlin. Und da kam Lieberhenschel. Jawohl. Und dann wurde Lieberhenschel abgelöst. Da kam Bär. Ja. Und als nun Bär kam, da hat doch nachher Birkenau seinen Eichenkommandanten und das Lager 3, Monowitz, seine Eichenkommandanten. Ja, aber trotzdem unterstanden Sie den Hauptlager. Ja, unterstanden im Hauptlager. Und hatten Sie außer dieser einen Fahrbereitschaft im Hauptlager noch andere Fahrbereitschaften? Ich will mal sagen, war eine besondere Fahrbereitschaft in Birkenau oder in Monowitz? Nein, das war die Prager Halle. Das war die Prager Halle. Und Wagen, die draußen auf Außenkommando waren, die kamen immer wieder zur Reparatur zurück, als sie unterstanden, unsere Fahrbereitschaft. Ja. Haben Sie den Kommandanten Höss so lange gefahren, bis er von Auschwitz versetzt worden ist? Jawohl. Mhm. Wissen Sie, von wem der Adjutant Mulka abgelöst worden ist? Ja, wenn... Nein. Nein. Wissen Sie nicht. Wissen Sie noch, wann Mulka weggekommen ist? Nein, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass er dort war, wie lang und wann er gekommen ist, weiß ich nicht. Haben Sie den Adjutanten Mulka verschiedentlich gesehen in dem Lager? Doch. Ja, der ging auch vorbei, natürlich. Ja. Nun, also Ihre Fahrbereitschaft war ja außerhalb der engeren Postenkette. Oder? Unsere Fahrbereitschaft stand ungefähr 80 Meter vom Kommandantenhaus, also vom Hessenen Haus. Ja. Also am äußersten Ende. Ja. Aber da war der Stacheldraht schon... In der Nähe. In der Nähe. Ja, aber Sie waren außerhalb des Stacheldrahts. Ja, sicher. Nicht? Ja. Und nun, wenn ich Sie frage, haben Sie den Angeklagten Mulka im Lager gesehen? Da meine ich nun das innere Lager, also den Lagerbereich innerhalb des Stacheldrahts. Verstehen Sie mich? Ja. Ja. Doch, er musste als Adjutant musste ja dorthin kommen. Er kam oft vorbei. Ja, natürlich musste er hinkommen. Ja. Waren Sie denn auch innerhalb des Schutzhaftlagers? Also ich war ein einziges Mal im Lager. Ja. Und zwar handelte es sich damals um einige Häftlinge, die man uns aus der Fahrbereitschaft genommen hat. Und das waren tüchtige Fachkräfte und da habe ich diese Leute wieder herausgeholt in die Fahrbereitschaft. Die sollten damals in einen Steinbruch kommen und so weiter. Und weil ich die Leute eben gebraucht habe und die Leute waren anständig, habe ich die Leute wieder rausgeholt in die Fahrbereitschaft. Und da war ich drin und habe gelogen. Ich habe gesagt, auf Befehl vom Hess sollte man diese Leute von diesem Kommando zurückstellen, weil ich die Leute brauche. Ja. Dasselbe habe ich auch dann getan, wie das Lager aufgelöst wurde. Da habe ich 14 Leute von dort genommen und habe sie sogar aufs Auto gesetzt und habe sie Auto fahren lassen und habe die ganzen Reparaturen von diesen Leuten durchführen lassen. Ja. Nun, diese Leute leben noch. Ich habe noch Unterschriften von diesen Leuten. Die haben mir von einem englischen Offizier ein Schreiben gegeben. Wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen das vorlegen mit der Unterschrift, dass also gegen Sie nichts anzuwenden ist. Ja. Nun sagen Sie, Herr Zeuge, das war das einzige Mal, dass Sie im Lager waren. Ja. Ja. Dann haben Sie bei dieser Gelegenheit den Adjutanten Mulka dort im Lager gesehen? Nein, bei dieser Gelegenheit nicht. Nein. Haben Sie ihn denn sonst in dem Lager gesehen, im Schutzhaftlager? Nein. Sie haben vorhin gesagt, ja, da meinten Sie aber sicher nicht das engere Schutzhaftlager, sondern meinten Sie das gesamten Lagerbereich. Das Lager war ja von einer Postkette umstellt. Ja. Ein Stacheldraht, das Hauptlager und das Stacheldraht. Ja, und nun habe ich Sie gefragt... Er musste sich ja im Lager bewegen, weil das... Ja, nun sind wir nicht ganz einig über den Begriff Lager. Wenn Sie Lager sagen, meinen Sie da
den Bereich der, innerhalb der großen Postenkette? Oder meinen Sie den... Das gehört zum Lager, die große Postenkette, ja. Da haben Sie Mulka wiederholt gesehen. Ja. Haben Sie ihn auch innerhalb des kleinen, des eigentlichen Schutzhaftlagers, des Stammlagers gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Da können Sie sich nicht darauf erinnern. Können Sie sich entsinnen, dass auch zum Beispiel Fahrten ausgeführt worden sind nach Treblinka oder nach Majdanek? Mit Lastwagen? Ja. Oder mit Personenwagen? Personenwagen war ich selbst dort. Ja? War ich selbst dort mit dem Hössler. Und wer ist da mitgefahren? Ich glaube, da war damals Hössler mit. Der Hössler. Ist damals Untersturmführer geworden, der war damals mit. Ich musste auf alle weiten Fahrten musste ich den Kommandanten begleiten. Also er hat mich bevorzugt als seinen Fahrer. Und da war ich auch Treblinka, ich glaube sogar auch Majdanek ist da damals besichtigt worden. Ich musste draußen stehen bleiben, er ging ins Lager. Was sich dort abgespielt hat, weiß ich nicht. Also Sie haben Höss gefahren und Hössler, wenn ich nicht irre. Hössler war mit dabei, ja. War mit dabei. War auch Mulka mit dabei? Nein. Nicht. Ja. Sind Sie auch mal nach Berlin gefahren? Öfters sogar. Und was, wen mussten Sie denn dahin fahren? Mit dem Verwaltungsführer Transporte, die nach unter die Eichen kamen. Die unter die Eichen kamen? Ja. Und was waren das für Transporte? Wertsachen. Wertsachen? Jawohl. Waren das die Sachen von Kanada? Jawohl. Ich habe die Sachen nicht gesehen, aber ich musste diese Wagen mit dem Verwaltungsführer, der hat sich... Ich habe keine Fragen mehr. Sind noch an den Zeugen Fragen zu stellen von Seiten des Gerichts? Bitte sehr. Als Sie Höss gefahren haben, ja. Wie oft haben Sie ihn dann zu ankommenden Transporten hingefahren? Niemals. Im Lager hat er mich nie mitgenommen, nur auf weite Fahrten. Es war Befehl im Lager, nur diejenigen zu diesen Städten zuzulassen, die unbedingt dazu zu tun hatten, keine anderen. Nun haben uns verschiedene Zeugen gesagt, dass der Kommandant Höst an die Außenrampe, also Wiedenbirkenau die Rampe noch nicht war, an das Anschlussgleis, um es so mal zu nennen, mit dem Pkw hinkam. Selbst gefahren, jawohl. Ja, und wer hat ihm den Pkw dann gebracht? Dann hat er sich aus der Fahrbereitschaft geholt. Oder habe ich ihn hingebracht? Oder Sie haben ihn hingebracht. Zum Haus, zu seinem Haus. Zu seinem Haus. Jawohl. Und selbst gefahren haben Sie ihn nie? Nein, er hat im Lager. Ja. Mit wem haben Sie denn verhandelt im Schutzhaftlager, als Sie Ihre Spezialisten wieder haben wollten? Ich weiß nicht, wie der Schutzhaftlagerführer damals geheißen hat. Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Kann Sie den Rapportführer Kaduk? Der Name nach, ja. Aber sonst nicht? Nein. Danke. Ich habe mit den Leuten eigentlich keine Verbindung gehabt. Wie ich schon sagte, da herrschte Schweigepflicht. Einer hatte Angst vor dem anderen, das zu erzählen. Keine Frage mehr? Nein. Herr Staatsanwalt. Können Sie sich an den Kommandanten Bär noch erinnern? Jawohl. Können Sie sich an seinen Adjutanten Höcker erinnern? Ja, der... Höcker, war der nicht, er ist verwundet worden und ist zurückgekommen, nicht? Das weiß ich nicht, ich war... Ja, also da weiß ich nicht. Bär kann ich mich erinnern, aber ich habe mit Bär keinen Kontakt gehabt. Kontakt hatte ich mit Höss. Ich bin sogar mit Höss sehr gut ausgekommen. Ja. Aber mit lieber Henschel nicht und auch mit Bär nicht. Ja, ich wollte von Ihnen nur wissen, ob Sie sich an einen Adjutanten von Bär namens Höcker erinnern können. Der Name ist mir bekannt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. War das, was Sie uns gesagt haben, hinsichtlich des Sonderkommandos in der Praher Halle, die Regelung, die da bestand, dass das der Kommandantur direkt unterstellt war, war diese Regelung in der Zeit, als Bär Kommandant war, anders oder Nein, blieb das gleich? Nicht geändert. Das Kommando kam von oben, von Berlin. Ja. Und wenn Höss das bestimmte, so hatte der Adjutant das zu tun, was vom Höss bestimmt wurde. Ja. Genauso die Fahrbereitschaft. Ja. Da gab es gar keine Widerrede. Ja. Sie sagten heute, Herr Zeuge, dass dieses Sonderkommando der Kommandantur unterstand und dass der Kommandant oder der Adjutant die entsprechenden Befehle gegeben habe an die Prager Halle.
Bei Ihrer richterlichen Vernehmung haben Sie gesagt, dass das Sache des Adjutanten gewesen sei. Der Adjutant ist ja nur der Stellvertreter vom Kommandanten. Also ja, der Adjutant kann niemals machen, etwas machen, was der Kommandant nicht billigt. Sicher, aber die Frage ist, wer angerufen hat. Ja, angerufen hat derjenige, der den Transport angemeldet hat. Und ob das jetzt der Kommandant abnimmt oder der Adjutant, das ist schließlich gleich. Das können Sie nicht sagen. Kam der Adjutant Mulka öfters direkt zur Fahrbereitschaft? Doch. Wenn er einen Wagen brauchte oder selbst gefahren hat, musste er jetzt zur Fahrbereitschaft kommen. Hat er selbst einen Wagen gefahren? Doch. Der Adjutant Mulka? Ja. Konnte der Auto fahren? Ja. Gab es einen Fahrer, der den Adjutanten gefahren hat, wenn er weiter weg wollte oder sonstige SS-Führer? Ja, also ich habe ihn nicht gefahren. Sie haben ihn nicht gefahren, war da? Weil ich der Fahrdienstleiter war. Ich habe nur die Fahrbereitschaft verlassen auf Befehl vom Hess, wenn er Hess nicht angefordert hat. Gab es einen Ihrer Kollegen dort, der diese Fahrten ausgeführt hat, wenn also SS-Führer wegfahren wollten? Doch, ja, da waren ja Fahrer da, die also gestellt werden mussten. Gab es da einen bestimmten oder wechselte das? Nein, das wechselte. Das wechselte. Haben Sie eine Erinnerung daran, ob darüber gesprochen wurde, dass der Adjutant Mulka verhaftet worden sei in Auschwitz? Nein. Daran haben Sie keine Erinnerung. Der Kommandant Höss hat in seinen Erinnerungen geschrieben, dass manchmal das Zyklon B, mit dem die Vergasungen durchgeführt wurden, knapp war und ausgegangen war und dass es daher notwendig gewesen sei, einen Lastwagen nach Dessau zu schicken, um Gas zu holen. Können Sie sich an solche Vorgänge erinnern? Das kann möglich sein, dass dieser Fahrbefehl sogar durch meine Hand gegangen ist, aber ich kann es nicht genau, ich weiß es nicht mehr genau. Können Sie sich daran erinnern? Wenn der Wagen angefordert ist, muss ich selbstverständlich den Wagen stellen. Ja. Da gibt es für mich gar keine... Ja. Können Sie sich daran erinnern, ob öfters Fahrten nach Dessau durchgeführt wurden? Öfters? Wie oft, weiß ich nicht. Können Sie sich daran erinnern, dass Fahrten nach Dessau durchgeführt wurden? Es kommt mir vor, als ob ich... Aber ich kann es nicht genau sagen. Es ist, wie gesagt, es ist möglich, dass ich sogar den Fährbefehl weitergegeben habe. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Können Sie sich daran erinnern, ob der Adjutant Mulka eine Brille getragen hat? Nein. Daran können Sie sich nicht erinnern oder hat er keine Brille getragen? Ja, ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Das weiß ich nicht. Mit diesem Wagen ist es ja auch so, man hat uns da nicht gesagt, was man in Dessau abholt. Lediglich war der Fahrbefehl vielleicht da, der Wagen muss nach Ja, ich will von Ihnen auch nicht wissen, es wird im Fahrbefehl nicht drin gestanden haben. Ich will von Ihnen auch nur wissen, ob Lastkraftwagen nach Dessau gefahren sind. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber das ist wahrscheinlich. Es kommt Ihnen so vor, als ob... Sind Sie einmal im Kommandanturgebäude, wo der Adjutant und der Kommandant saß, drin gewesen? Also ich musste doch immer wieder hingehen. Ja. Weil die Unterschriften, die ich, wenn der Fahrdienstleiter nicht da war, musste ich ja weiterleiten. In Zweifelsfällen musste ich ja immer wieder zur Kommandantur gehen und dort mir Bescheid holen. Ich selbst konnte ja nichts machen. Ja. Ich war ja auch nur ein kleiner Mann und musste das machen. Zu wem sind Sie da gegangen? Zum Spieß? Entweder war der Chef selbst da, der Kommandant Chef? Oder der Adjutant. Eine von den beiden musste eben... Über den Spieß ist das nicht gegangen. Ja, kleine Sachen, Urlaubssachen konnte auch der Spieß erledigen. Also größere Sachen hat auch der Spieß keinen Einfluss. Ja, ich frage deshalb, ob es ist ja vielleicht möglich, dass der Spieß den Fahrbefehl vom Adjutanten oder Kommandanten unterschreiben ließ und der Spieß Ihnen dann den Fahrbefehl gab. In Vertretung? Nein, nicht, dass er dem Adjutanten das vorgelegt hat. Haben Sie immer selbst mit dem Adjutanten gesprochen? Das ist ja allgemein üblich, dass man das so macht. Ja, nur ich wollte gerne wissen, wie es gewesen ist in Ihrem speziellen Fall. Haben Sie immer selbst mit dem Adjutanten oder Kommandanten gesprochen? Sind Sie ins Zimmer rein, haben Fahrbefehl abgeholt beim Kommandanten oder beim Adjutanten? Oder waren Sie nur auf der Schreibstube? Die kamen von Ordnanz, kommen die runter, wenn Fahrbefehle da waren. Und entweder hat man mich hochgerufen und hat gefragt, was für Wagen noch greifbar sind. Ja, wer hat Sie gefragt? Der Kommandantur. Wer? Naja, dort war der Kommandant. Der Kommandant selbst oder der Adjutant? Oder der Adjutant. Der konnte ja nicht wissen, was für Wagen noch greifbar sind. Ja. Da musste er immer wieder die Fahrbereitschaft anrufen, um zu hören, was für Wagen greifbar sind. Ja.
Haben Sie noch eine Erinnerung daran, was für Türschilder angebracht waren am Zimmer des Adjutanten und des Kommandanten? Kommandatur, war Kommandatur dran. Können Sie sich daran erinnern, ob da der Name stand? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht mehr. Keine Frage mehr. Herr Rechtsanwalt Ormond. Keine Frage, danke sehr. Keine Frage mehr. Herr Dr. Stolling II. Herr Hieger, Sie sprachen vorhin davon, dass es schriftliche und mündliche Fahrbefehle gegeben habe. Haben Sie einmal einen mündlichen Fahrbefehl bekommen? Ja, weißt du mal, da muss ich allerdings auch. Schön, sagen. Haben Sie den, dann habe ich, wollte etwas ausholen, aber dann mache ich es halt direkt. Haben Sie einen mündlichen Fahrbefehl von dem damaligen Adjutanten Mulka bekommen? Nein. Die ist nicht beantwortet. Er hat nur gesagt, von den Adjutanten hat er auch mündliche Befehle bekommen. Ich frage also vom Adjutanten Mulka, habe ich gegeben. Herr Vorsitzender, haben Sie weitergefragt, auch von Mulka, und er hat dann gesagt, ich habe auch vom Adjutanten Mulka einen solchen mündlichen Befehl bekommen. Nein, das ist nicht richtig. So sich allgemein auf die Adjutanten. Ja. Herr Direktor, würden Sie vielleicht die Liebenswürdigkeit haben, mal feststellen, was der Zeuge jetzt auf meine Frage geantwortet hatte? Ja, wie ist das mit Adjutanten Mulka gewesen? Hat er Ihnen Fahrbefehle gegeben oder keine? Mündliche? Nein. Ja, das hat er vorhin auch schon gesagt. Ja, wenn er hat sich doch den Wagen selbst geholt, wenn er. Mündliche Fahrbefehle gelten doch nur für Lagebereich. Aber wir haben vorhin etwas anders gewollt. Wir haben doch vorhin gefragt, ob zum Beispiel die mündlichen Befehle für Fahrten der Lastwagen in die Gaskammern, ob diese mündlichen Befehle auch von dem Adjutanten Mulka gegeben worden sind. Und da hatten Sie gesagt, ja, von allen Adjutanten, auch von dem Adjutant Mulka. Und nun will der Dr. Stolling II wissen, bitte? Ja, ich will wissen, ob er persönlich von dem Adjutanten Mulka einen solchen mündlichen Fahrbefehl bekommen hat. Fahrauftrag bekommen hat. Ja, ich habe vorhin war die Rede davon, ob mündliche Fahrbefehle erteilt worden sind. Ja. Ja, an die Prager Halle, aber nicht an die Hallen oben. Ja. An die Prager Halle selbstverständlich. Für diese Fahrten im Lager bestanden überhaupt keine Fahrbefehle. Da muss ich jetzt weiter noch mal feststellen, ist denn, Sie haben dann also keinen mündlichen Fahrbefehl von dem Adjutanten Mulka bekommen? Nein. Nein. Woher wissen Sie denn, dass ein solcher mündlicher Fahrbefehl an die Prager Halle gegeben worden ist? Ja, sonst dürfen doch die Wagen nicht herausfahren. Ja, haben Sie mal erlebt, dass ein solcher Befehl gegeben wurde? Ja, die Wagen. Oder ist das nur eine Vermutung von Ihnen? Ja, sicher. Die Wagen können doch nicht automatisch das Lager verlassen. Schön. Ich frage Sie jetzt ganz konkret. Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mal erlebt, dass der Adjutant Mulka einen mündlichen Fahrauftrag oder Fahrbefehl an die Prager Halle gegeben hat? Nein. Danke, keine Frage mehr. Ist von Seiten der Verteidigung oder von Seiten der Angeklagten noch eine Frage zu stellen oder eine Erklärung abzugeben? Nein? Ich habe noch eine Frage. Bitte. Zeugen mal Anlageband 1a, Blatt 89 vorzuhalten, ob das seine Handschrift ist, ausgeführt mit dem LKW Renault SS 16277. Einen Moment. Also in dem Anlageband 1a ist auf Blatt 89 ein Funkspruch eingetragen. Fahrgenehmigung für ein LKW nach Dessau zur Abholung von Material für Sonderbehandlung wird hiermit erteilt. Fahrgenehmigung ist dem Kraftfahrer mitzugeben.
Funkstellenleiter und ausgeführt mit dem Renault und so weiter. Das soll ihm vorgehalten werden. Ob das da oben seine Schrift ist. Nein. Kennen Sie diese Schrift? Renault, ein Renault ist gelaufen, zu Anfang gleich ein alter Renault, den habe ich eine Zeit gefahren. Und der Renault, der dann kam, der große Renault, den habe ich nie in der Hand gehabt. Nein, ich frage nur, ob das Ihre Schrift ist, der handschriftliche Vermerk. Nein. Kennen Sie diese Schrift? Meine Schrift kenne ich genau. Meine Unterschriften liegen viele. Ob Sie diese Schrift kennen, nein, ob das Ihr und deine Kameraden ist? Nein. Meine Unterschrift kenne ich ja genau. Es liegen viele Unterschriften in Berlin von mir. Während der Abwesenheit des Fahrdienstleiters musste ich ja unterschreiben, aber das ist nicht meine Schrift. Deswegen frage ich Sie, ob Sie wissen, wessen Schrift das ist. Nein, bestimmt nicht. Das ist ob Sie wissen, wessen Schrift das ist. Nein. Nein. Dankeschön. Herr Rechtsanwalt. Herr Heger, haben Ihnen Ihre Kameraden aus der Prager Halle erzählt, dass Sie einen mündlichen Fahrbefehl von Mulka bekommen haben für Rampenfahrten? Nein. Haben Sie ihnen erzählt, dass Mulka mal angerufen hat? Nein. Das habe ich auch nicht behauptet. Nein, ich frage Sie ja. Nein. Ich nehme an, dass dafür bestanden keine Fahrbefehle. Für Fahrten innerhalb des Lagers gab es grundsätzlich keine Fahrbefehle. Und da nehme ich an, dass die mündlich erteilt worden sind, weil wenn der Anruf zur Kommandantur, musste doch jemand runterrufen. Wer da runtergerufen, das kann ich natürlich nicht sagen. Ja, danke. Herr Mulka, wir sprechen eben dauernd von den Fahrten nach Dessau. Haben Sie diese Fahrten nicht veranlasst nach Dessau? Mir ist ein einziger Vorgang bekannt davon, Herr Vorsitzender. Ja. Und zwar eine Fahrt nach Dessau zum Abholen von Desinfektionsmittel, unterschrieben von Glücks, General der Waffen-SS. Ja. Für die Richtigkeit links unten in der Ecke Mulka. Ja, da habe ich noch mehrere, nicht? Also ich habe zunächst hier einen Fahrbefehl. Da heißt es, Fahrgenehmigung für einen 5-Tonner-LKW mit Anhänger nach Dessau und zurück zwecks Abholung von Materialien für die Judenumsiedlung wird hiermit erteilt. Dem Kraftfahrer ist diese Fahrgenehmigung mitzugeben. Lieber Henschel, Obersturmbahnführer, ständiger Vertreter des Leiters der Dienststelle im Rang eines Generalleutnants der Waffen-SS und unten für die Richtigkeit gezeichnet Selle, Funkstellenleiter, für die Richtigkeit der Ausfertigung Mulka, Hauptsturmführer und Adjutant. Es kann sein, wenn ich es unterschrieben habe, Herr Vorsitzender. Wenn Sie sich hier ansehen wollen. Darf ich da hinkommen? Ja. Und dann habe ich das Weitere hier vom 2.10.42. Fahrgenehmigung für einen 5-Tonner-LKW mit Anhänger nach Dessau und zurück zwecks Abholung von Materialien für die Judenumsiedlung wird hiermit erteilt. Für die Richtigkeit auch Ihre Unterschrift. Ja, wo ist das andere? So, ja. Ja, sehen Sie, das ist, was haben Sie denn unter Materialien für die Judenumsiedlung verstanden? Was haben Sie denn darunter verstanden, was das sein könnte? Herr Mulka. Mir war bekannt, was es bedeutet, die Judenumsiedlung. Eben. Das habe ich hier auch schon mich entsprechend eingelassen. Und was bedeutet Material für die Judenumsiedlung? Das dafür benötigte Material, insoweit höchstwahrscheinlich. Ja, wir wollen doch das Material. Zyklon B. Zyklon B, nicht? Und sehen Sie, hier ist noch ein dritter, der allerdings so schlecht fotokopiert ist. Alles mal. Ja. Da kann ich nicht lesen, was da draufsteht. Aber hier zum Beispiel, Besichtigung des Haarverwertungsbetriebs der Firma Held in Friedland, Bezirk Breslau.
genehmigte die Fahrt mit einem PKW des SS-Obersturmbewehr Schwarz von Auschwitz nach Friedland zur Besichtigung des Haarverwertungsbetriebs Held in Friedland, Bezirk Breslau. Haben Sie auch genehmigt, nicht? Also es ist doch nicht so. Es musste für alle Fahrten über 200 Kilometer vom Standort, ja, Herr Vorsitzender, im Nichtkampfgebiet, ja, gegen genehmigt sein von der Person im Range eines Generals. Ja, nun ist das ja richtig, Herr Mulka. Nun ist nur eins, Sie haben bisher immer den Standpunkt vertreten, dass Sie mit nichts etwas zu tun hatten. So ist es ja doch nun nicht gewesen. Sie haben doch hier immerhin diese Fahrbefehle ausgefertigt, für die Richtigkeit gezeichnet und wussten, dass die Richtigkeit der Funksprüche. Der Funksprüche gezeichnet und damit die Voraussetzung geschaffen, dass das Gas in Dessau geholt wurde. Für einen Fahrbefehl. Für einen Fahrbefehl. Voraussetzung für einen Fahrbefehl. Ja. Und was sollte dieser Fahrbefehl bezwecken? Wer den Fahrbefehl unterschrieben hat, kann ich nicht sagen. Nein. Das ist ja auch nicht Ihre Sache. Das steht ja hier drauf, wer da drin geschrieben. Die Richtigkeit des Funkspruches bestätigt. Und warum haben Sie die bestätigt? Warum? Das gehörte zu meinem Dienstobliegen. Und was sollte mit dieser Abschrift geschehen, die Sie bestätigt haben? Nun, Herr Mulka, diese Abschrift sollte dann dem Kraftfahrer mitgegeben werden, nicht damit der Fahrer in der Lage war, die Fahrt durchzuführen. Jawohl. Bitte schön, nehmen Sie wieder Platz. Ich habe einen Teil der Unterhaltung zwischen Ihnen und dem Angeklagten Mulka vorhin nicht mitbekommen. Ja. Darf ich Sie vielleicht bitten, mir zu sagen, was hat der Angeklagte Mulka Ihnen darauf gesagt, als Sie sagten, wozu sollte dieser 5-Tonner hinfahren? Sie haben, glaube ich, nachher gesagt, Zyklon B. Ja. Hat der Angeklagte gefragt, wohin. Und da hat er zu mir zunächst gesagt, was Judenumsiedlung war, das wusste ich. Ja. Und da habe ich gesagt, und was für Material sollte hier geholt werden? Und da hat er gesagt, das Material zur Judenumsiedlung. Und da habe ich gesagt, nun, wir wollen doch das präzisieren. Und da hat er gesagt, na ja, also Zyklon B. Mit einem 5-Tonner und Anhänger? Ja. Zyklon B, ich glaube, da kann man mehrere zig Millionen Menschen mit umgehen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Keine zig Millionen, Herr Rechtsanwalt Ormond. So, also, nun wäre zu fragen. Ja, bitte sehr. Wie ist es mit dem Zeugen? Nachdem keine Fragen mehr zu stellen sind, wäre zu fragen, werden wegen der Beeidigung Anträge gestellt? Nein. Wenn keine Anträge gestellt werden, glaube ich, können wir beeidigen. Ach so, ja. Wir müssen doch bezüglich des anderen Zeugen beraten. Wir werden also über die beiden Beeidigungen beraten und um 14:45 die Sitzung fortsetzen.